Es war in keiner Form eine Kontrolle, weil man eben selber sagen darf, wo geguckt werden soll. Da guckt man ja wirklich, dass man Fragen stellt, die einen selbst interessieren, wo man ein Feedback möchte, wo man Ergebnisse möchte, wo man denkt, das kriegen wir alleine so nicht geklärt. Da muss mal ein Fremder drauf gucken. Und zwar kritisch drauf gucken, aber trotzdem freundschaftlich. Ich finde Peer Review ein ganz großartiges Konzept, weil Schulen untereinander in Kontakt kommen und weil Schulen voneinander profitieren können. Wir profitieren vom Peer-Besuch unserer Hamburger Kollegin und meine Peers, die an einer anderen Hamburger Schule waren, bringen so kleine Bausteine mit, die wir bei uns in der Schule mit einbauen können. Und ich selber messe dem ziemlich hohen Wert bei, wenn Schulen miteinander kooperieren können. Und dafür ist dieses Peer Review-Format eine großartige Geschichte. Zuerst zur inhaltlichen Vorbereitung in Berlin, die war sehr, sehr gut, also die ist sehr fundiert. Wir haben in diesen zweitägigen Seminaren wirklich ein umfangreiches Wissen über Schulentwicklung auf der einen Seite gekriegt und also diesen systemischen Blick auf Schulentwicklung, der natürlich dann auch für das Peer-Design ganz viel hilft. Und auf der anderen Seite haben wir viel Arbeiten schon vorbereiten können und dieser Austausch war eben auch schon sehr gut, dass wir da mit den Kollegen von der Peer-Schule uns austauschen konnten, weil man schon merkt, dass jede Schule seine eigene Terminologie hat und man ja auch dieses System der Schule, die man besucht, erstmal verstehen muss. Einerseits waren noch transparente Erwartungen, also so im Vorfeld, und dann vielleicht eher, also dass die nicht immer wissen, was richtig und falsch ist. Ja, das stimmt. Die Vorbereitungen für unseren Peer-Besuch sahen so aus, dass wir zuerst natürlich einmal die Fragen mit dem Kollegium absprechen mussten, beziehungsweise auch natürlich gemeinsam abstimmen, was wollen wir überhaupt gucken lassen. Und die mussten halt klar sein und die mussten auch im Kollegium breit klar sein. Der Unterricht, da geht es eben darum, einmal konkret zu gucken, was sehen wir jetzt in der Praxis. Das ist ja ungestellt, da guckt man einfach rein, keiner weiß, wann wir kommen. Sie sollten schon wissen, warum wir da sind natürlich, aber das ist einfach interessant zu gucken. Die Unterrichtshospitation haben wir gemacht, weil wir gefragt worden sind, inwieweit kooperative Lernformen hier standardmäßig bei der Formulierung zum Einsatz kommen und wir eben gucken wollten, wenn wir jetzt durch einen Tag im Unterricht dabei sind, wie häufig werden kooperative Lernformen tatsächlich im Unterricht eingesetzt. Und da kann man natürlich in einem Fragebogen immer viele Antworten, vielleicht auch soziale Erwünschtheit bekommen, aber das wollten wir eben dann noch mit der Realität spiegeln oder eben als Methodentriangulation haben, dass wir dann sagen, okay, wir gleichen diese Ergebnisse ab. Wir werden unsere Beobachtungsergebnisse vorstellen, ganz neutral und eben auch ohne, dass wir irgendwas werten oder jetzt sagen, entwickelt euch in die Richtung, wir geben euch die und die Tipps und so, sondern wir stellen einfach nur dar, was haben wir auf Basis unserer Methoden, unserer Instrumente jetzt rausgefunden, und die Schule kann dann überlegen, was macht sie damit. Und ich finde schon oder denke, dass wir die Fragen, die uns oder die Beobachtungsaufträge, die uns die Schule gegeben hat, sehr gut beantworten können und da konkrete Ergebnisse wirklich vorstellen können, und die Schule kann sich dann überlegen, wie sie damit jetzt weiter verfährt. Hallo! Ja, jetzt habe ich auch gedacht. Dann setze ich mich da. Was aber da, also jetzt auch bei den kooperativen Lernformen, doch ganz interessant ist, dass auch da die Schüler den Nutzen und den Gewinn, der im Unterricht durch kooperative Lernformen entsteht, als nicht so hoch einschätzen, wie sie ihn einschätzen. Mit Blick auf die Ergebnisse, die wir eben gerade gesehen haben, habe ich zum einen festgestellt, wir haben offensichtlich auch die richtigen Peer-Fragen gestellt, nämlich die Sachen, wo wir zwingend eine Rückmeldung haben wollten als Impuls für unsere Schule.
Und ich fand das fantastisch, wie die Kollegen aus Hamburg, mit welchem Instrumentarium sozusagen sie bei uns Messungen vorgenommen haben, uns eine Rückmeldung gegeben haben. Und wir haben wichtige Impulse aus diesem Gespräch mitgenommen, an welchen Stellen es jetzt sich für uns als Schule lohnt, einfach nochmal genauer drauf zu gucken, die Instrumente zu schärfen und auch mal nochmal im Kollegium ins Gespräch zu kommen, warum setzen wir was wie ein und mit welchen Zielen machen wir es eigentlich. Wir haben eben gefragt, ob sich die Schülerinnen und Schüler erstmal erklären können, wie es jetzt zu diesen Unterschieden kommt. Wenn dann Schüler sagen, es hilft Ihnen beim Strukturieren Ihrer eigenen Lernprojekte, denke ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Wir werden die Ergebnisse bei uns im Kollegium transparent machen und mit unserem Kollegium in die Auswertung gehen und vor allen Dingen in die Interpretation der Ergebnisse und für uns Ziele für das nächste Jahr oder auch mittelfristig festlegen, an denen wir arbeiten werden. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich auch gucken, wo wir richtig gut unterwegs waren und nehmen das als Wertschätzung gerne mit.